Basteln, das macht Spaß, tiri-tiri-ti, ram-tam-tam. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen, andere vermehren und wie es weitergeht. Vorab zeige ich euch mal etwas, ich habe heute Morgen so ein bisschen gebastelt. Das hat einen Grund gehabt, das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich mir ein neues Tier gebaut. Ja, sieht lustig aus, ne? Wir haben hier lauter kleine Flaschen und obendrauf eine große Flasche, im Prinzip einen großen Behälter. Ja, das Ganze kommt allerdings andersrum, und zwar so. Was ich damit genau mache, weiß ich noch nicht, aber ich zeige euch gleich, wieso ich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe hier Löcher reingemacht, die Flaschen reingesteckt, vorher Löcher reingemacht in die Deckel und ja, das Ganze verschraubt miteinander, war ein bisschen Hampelei. Jetzt weiß ich aber, wie es geht, ist eigentlich ganz einfach und bei gegebener Zeit zeige ich euch das vielleicht mal, wie das genauer geht. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal, warum ich auf diese Idee gekommen bin, aber was ich ganz genau damit mache jetzt, das weiß ich im Moment noch nicht. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, hier unten soll Wasser rein und hier oben soll Pflanzen rein später mal. Ob wir da jetzt nur Stecklinge anziehen oder andere Sachen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke auch, hier werden wir keine Erde einfüllen, sondern Steinwolle oder dergleichen, wo die Pflanzen drin wachsen. Denn die sollen tatsächlich die Wurzeln ins Wasser wachsen und sich auch hier die Nährstoffe herausholen. Also nicht in der Erde wachsen die Pflanzen. Das wird ein neues Experiment. Aber wie genau, weiß ich noch nicht, wie weit ich die Flaschen abschneide oder ob ich hier nur Löcher reinmache. Oder da warte ich noch mit ab. Das hängt auch davon ab, was wir für Pflanzen da drin anziehen wollen. Von daher lasse ich das jetzt erstmal so, wie es ist, ist jetzt im Prinzip fertig für mich und bei gegebener Zeit gucken wir dann mal, was wir mit diesem Kasten hier machen. Auf jeden Fall ist es eine richtig coole Sache. Ja. So kommt man auf Sachen, wenn man einfach bastelt. So, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, warum ich auf diese Idee gekommen bin. Was sehen wir hier? Wir sehen einen Kaktus in einem Glas. Wir wissen, Kakteen mögen es nicht gerne nass, dann fangen die an zu faulen, zumindest in der Erde. Im Wasser sieht das Ganze allerdings anders aus. Ja, das sind die beiden Abschnitte von den Drachenfruchtbäumchen. Die habe ich einfach in die Ecke gelegt, nichts mitgemacht, die lagen einfach nur rum und heute sie da, ich wollte sie wegschmeißen. Dort sind Wurzeln unten aus der Mitte herausgewachsen, von ganz alleine einfach so in die Luft. Also das ist doch sehr interessant. Dann brauchen wir die also demnächst gar nicht mehr im Boden setzen, sondern schmeißen die einfach nur in die Ecke und dann lassen wir sie wachsen. Der Kaktus wächst hier tatsächlich im Wasser, wobei das Wasser also nicht bis oben an die Pflanze steht, sondern ein bisschen tiefer. Und den habe ich hier damals just for fun einfach hereingestellt, einfach nur, ja, weil ich einfach nicht wusste, wohin damit. Und die hatten wir vorher die Ficus microcarpa herausgeholt, um die einzupflanzen. Die hatten wir vorher hier drin bewurzelt. Man sieht also, hier sind enorm viele Wurzeln. Das ist so geil. Ja, das ist allerdings auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe, einen Kaktus im Wasser bewurzelt. Und er wächst weiterhin im Wasser. Also das ist eine richtig coole Sache. Und wenn das mit dem Kaktus geht, dann geht das ganz sicherlich auch mit vielen, vielen anderen Pflanzen. Und das ist ja, wie soll man sagen, eine richtig geile Sache. Vor allen Dingen, man braucht keine Erde. Das Ganze wird natürlich dann über Salze, über Nährstoffe versorgt, die Wurzeln. Aber das ist ein Thema für sich. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel düngt. Aber es funktioniert, wie wir sehen. Das ist also so eine geile Sache. Ja, und dadurch bin ich dann auf diese Geschichte mit dem Bottich gerade gekommen, mit dem Behälter bzw. den Flaschen da drin, dass wir uns dann halt dort Pflanzen hineinsetzen, die dann im Wasser wurzeln und im unteren Behälter halt mit Nährstoffen und Wasser dementsprechend versorgt werden. Und so, dass die Pflanzen selber dann nicht im Wasser stehen, sondern halt nur die Wurzeln. Ja, ich fummel den mal eben wieder hier rein. Das ist so eine geile Sache. So, dann mache ich eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder und mal gucken, was wir dann heute noch so zu Gesicht bekommen. Kaktus im Wasser. Da bin ich wieder, ein paar Stunden später. Ja, so ist das manchmal. Schauen wir uns heute noch ein bisschen Kleinigkeiten an. Also wieder Klemmbim, was soll's. Hier haben wir die Eberesche. Die wächst sehr gut, langsam, verhalten, steht unter Zusatzlicht. Die haben wir ja im Herbst aus dem Wald rausgeholt im Prinzip. Die hatte ich gefunden. Und ich hatte es auch schon mal gezeigt, die steht immer noch, ja, im Prinzip so, wie wir sie damals aus dem Wald rausgeholt haben, samt Moos, allem drum und dran. Also sie ist nicht eingepflanzt, sie steht hier in diesem Behältnis drin, wird feucht gehalten, nicht nass, also sie steht nicht im Wasser hier, nicht, dass ihr denkt, dass er jetzt, also sie würde im Sumpf stehen oder im Wasser, sondern die wird nur feucht gehalten und wächst wunderbar unter zusätzlich. So viel zu Pflanzen im Winter draußen weiter kultivieren, die eigentlich für draußen gedacht sind. Das Thema wird richtig spannend. Das mit der Eiche, das haben wir ja auch noch am Laufen, das ist richtig cool. So, ja, und dann werden wir jetzt mal die Kiwi umtopfen. Es wird jetzt langsam Zeit. Man sieht also, sie wächst jetzt richtig cool. Und von daher, Wurzelwachstum ist auch okay. Werden wir jetzt erstmal gemeinsam umtopfen und dann mal sehen, was wir uns noch gemeinsam heute anschauen. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal ein neues Pöttchen. 1, 2, 3.
in Pott hinein. So, hier habe ich schon mal Erde eingefüllt, Kokoserde. Und damit wir wissen, ob auch genug drin ist, kann man das Pöttchen einfach mal reinstellen. Und dann sieht man schon, ob das von der Höhe passt. Und das passt hier jetzt sehr gut. Wir drücken das Töpfchen jetzt wieder, damit wir die Wurzeln auch vom Rand lösen können. Und dann nehmen wir auch hier wieder die Finger dazwischen, stellen das Ganze auf den Kopf, ziehen das vorsichtig heraus bzw. ab. Ja, so sieht dann jetzt der Wurzelballen aus, also sehr gut durchwachsen. Jetzt stellen wir das Ganze hier rein und füllen die Erde rundherum vorsichtig auf. Zum Vergleich habe ich hier nochmal die Eichen hingestellt. Die eine, die dunklere, ist da die, die wir zuerst eingesät hatten. Und dann hatten wir ja nochmal die ganz kleine eingesät, die dann auch geschlüpft ist vor kurzem. Und auch die steht unter Zusatzlicht. Wächst prächtig. Allerdings habe ich dort ein Blattstück abgerissen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und zwar hier. Das Ding ist mir hängen geblieben an einer Gelbtafel. Ja, und diese Gelbtafeln, die sind nun mal klebrig und dort bleibt dann alles hängen. So, vorsichtig andrücken und das war's schon. Jetzt kann die Kiwi dann in dem Topf hier weiter wachsen und die stellen wir momentan noch unter Zusatzlicht. Wir haben auch einige am Fenster stehen ohne Zusatzlicht. Denen geht's auch sehr gut. Wachsen im Moment noch nicht. Das ist jetzt die einzige, die im Moment wächst. Das ist ein neuer Sämling, den wir gemeinsam ausgesät hatten damals. Und die anderen, ja, die standen ja dummerweise draußen. Ja. Ja, das war's. Angießen und dann schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. So, jetzt bekommt sie noch einen kleinen Schluck Wasser. Gut angießen. Und wie gesagt, sie kommt unter Zusatzlicht wieder, damit wir auch einen kleinen Vergleich haben. So, und jetzt zeige ich euch mal die Kiwi, die wir damals zu einem Bonsai vorbereitet haben. Es ist noch kein Bonsai, soll mal einer werden. Allerdings hat das Ding riesengroße Blätter bekommen. Ja, die steht nicht unter Zusatzlicht. Wie man sieht, also auch die ist im Verhältnis zu den anderen genauso grün. Die steht im Badezimmer bei uns und die haben wir auch nicht draußen stehen gehabt. Also die hat keinen Frost bekommen. Von daher sieht die noch richtig knackig und knallig aus. Allerdings wächst sie noch nicht. Sie hat davor, also als der Winter anfing, im Prinzip hat sie aufgehört zu wachsen. Als wenn sie so eine innere Uhr hat. Tja. Sie bekommt halt nur normales Tageslicht. Vielleicht ist es wirklich so, sie hört auf zu wachsen, aber man sieht, die Blätter sind richtig knackig grün, also es geht ihr richtig gut. Und warte mal ab, wann sie wieder anfängt auszutreiben. Ganz so lange kann es ja nicht mehr dauern, zumindest von mir aus. Kann der Frühling ruhig kommen. So, und so sieht die Kiwi-Pflanze aus, die wir draußen stehen hatten, die Frost bekommen hat. Nachdem sie Frost bekommen hat, haben wir sie reingeholt, aus einem ganz einfachen Grund, weil es mir einfach zu riskant war, sie draußen ja, zu belassen, denn der Sämling ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ja, das war gut gewesen, dass wir ihn reingeholt haben, denn er ist wieder ausgetrieben, ganz kleines bisschen, nur im oberen Bereich, im unteren Bereich gar nicht mehr, obwohl hier ja einige Seitenäste sich befunden haben. Das Ganze war also kräftig grün bewachsen, wer sich noch erinnert, die sah richtig cool aus, die Pflanze. Steht jetzt im Wohnzimmer, also relativ warm auch und auch hier ohne zusätzlich, man sieht auch, das geht. Natürlich müssen wir gucken, dass so schnell wie möglich wieder nach draußen kommt, aber... Jetzt lassen wir sie erstmal drin, damit sie uns nicht ganz kaputt geht. Also solche Sämlinge sollte man doch nicht draußen stehen lassen. Manche Pflanzen geht es, mit anderen geht es nicht. Wir haben ja auch die Pinien noch draußen stehen. Die zwei könnte ich eigentlich kurz mal holen. Da können wir uns die auch mal angucken. Ja, würde sagen, machen wir das mal eben, bevor ich das andere mache, was ich eigentlich machen wollte. Lol. Bis gleich. Da bin ich wieder. Unser Weihnachtsbaum. Also man sieht, sie steht draußen. Es ist schön weiß noch draußen bei uns hier. Auch sehr kalt momentan. Also das heißt sehr kalt. Nachts minus 5 bis minus 8 Grad und auch tagsüber Dauerfrost im Moment. Und wir haben die Pinien draußen stehen, um zu gucken, ob sie draußen überleben, ob wir sie draußen also tatsächlich halten können. Bis jetzt sehen sie gesund und gut aus. Das ist schon die zweite Kälteperiode, die diese beiden Pflanzen jetzt in diesem Winter mitmachen. Wir hatten es ja schon mal kalt gehabt und ja, warten wir ab, ob das funktioniert oder nicht, denn die Frage stellte sich damals und wer es nicht ausprobiert, wird es nie erfahren. An uns für sich wurde geraten, solche Pflanzen nicht draußen im Winter im Topf stehen zu lassen. Aber wie gesagt, wir müssen es ausprobieren, um zu sehen, ob es funktioniert. Und die sehen momentan auch richtig geil aus und ich bin guter Hoffnung, dass sie es auch tatsächlich im Winter überleben. Und wenn das funktioniert, haben wir eine Erkenntnis gewonnen, die richtig geil ist. Denn dann können wir unsere Pinien auch tatsächlich ja, im Prinzip draußen im großen Topf dann später halten, wenn sie größer werden oder gegebenenfalls auch auspflanzen. Aber das mit den Pinien ist eine richtig geile Sache. Vor allem, die sehen richtig cool aus. So, ja, ich überhaspel mich gerade hier. Ich wollte eigentlich was ganz anderes zeigen. Ich würde sagen, das machen wir eben, und zwar den Buchsbaumsteckling.
So, hier haben wir das ewige Terrarium, in dem wir einen Buchsbaumsteckling haben. Wir haben ja damals zwei gemacht, wer sich noch daran erinnert. Der eine steht kühl bei 10 Grad und dieser steht hier im Zimmer, der ist schon ausgetrieben, wie man sehr schön sehen kann, an diesen hellgrünen Austrieben. Der andere, der noch nicht, von da brauche ich den jetzt auch nicht zeigen. Das Moos sieht cool aus hier drin, richtig geil. Und dann zeige ich mal eben unten, also das ist feucht, man sehen kann, allerdings noch kein Wurzelwachstum zu sehen. Jetzt möchte ich aber doch gerne mal wissen, wenn der Buchsbaum tatsächlich schon grün gebildet hat, hatte denn dann vielleicht doch schon kleine Wurzelansätze und wir können sie noch nicht erkennen? Ich möchte das dringend mal wissen und von daher werden wir da jetzt mal reingucken. Es steigt die Spannung. Ja, schauen wir jetzt mal rein. Ich hoffe, das passt jetzt mit der Einstellung. Ja, müsste eigentlich klappen. So, dann mal vorsichtig hier dran ziehen. Also es steht sehr locker drin. Steht sehr locker drin. Das heißt also, er wird noch keine Wurzeln haben. So. Ja. Es hat sich tatsächlich noch gar nichts getan. Nothing, nada, niente. Gar nichts, ne? Ja. Also im Klartext kommt er jetzt wieder rein und darf weiter wachsen, in der Hoffnung, dass er dann bald Wurzeln macht. Also es dauert sowieso sehr, sehr lange beim Buchsbaum. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber ich möchte gerne wissen, ob uns das dann auch jetzt im Haus gelingt. Ein bisschen andrücken das Ganze, dass er nicht zu locker hier drin steht. Ich hoffe mal, dass ihm das jetzt nicht geschadet hat. Machen wir Deckel wieder zu und dann kommt er wieder. Ja, kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich euch heute zeigen wollte, aber wo ich keinen kompletten Film drüber machen möchte, im Moment zumindest noch nicht. Das Thema Wasser, Wurzeln, Pflanzen im Wasser wachsen lassen und dergleichen. Und wie pflegen wir sie, mit was düngen wir und lalala und halala. Ja, das wird spannend. Wir wissen aus Erfahrung mittlerweile, dass man Stecklinge im Wasser bewurzeln kann. Zumindest viele Pflanzen, nicht alle, ist ganz klarer Fall. Und dass man sie auch dann über einen ganz langen Zeitraum im Wasser tatsächlich weiter pflegen kann. So wie wir das jetzt hier bei der Granadilla und Maracuja der Fall haben. Und auch bei den Kiwis, wer sich noch erinnert, auch die stehen immer noch im Wasser tatsächlich, bekommen ab und zu einen Schluck Dünger mit rein in das Wasser. Und sie wachsen auch im Moment nicht, die Kiwis, aber das machen ja alle Kiwis im Moment nicht bei uns. Außer den Sämling, den wir damals frisch ausgesät haben. Und auch die, wie heißen die jetzt? Physalis! Die Physalis stehen auch noch im Wasser. Ja, und aus diesem Grund haben wir jetzt halt das Ding gebaut, beziehungsweise ich habe mir das gebastelt, um mal zu gucken, wie wir das machen, weiß ich noch nicht genau, um zu gucken, wie die Pflanzen sich dann im Wasser verhalten, wenn sie also unten reinwachsen, die Wurzeln, und dort ernährt werden durch Nährstoffe, die wir zufügen, wie die Pflanzen sich dann da drin entwickeln. Ob ich da jetzt nur wirklich Steinwolle reinmache oder irgendwas anderes, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber da werden wir bei geraumer Zeit etwas zu sehen. Und ja, wie gesagt, vielleicht werde ich eventuell einen Film dazu machen, wie ich diese Kiste dann gebaut habe, wenn sich das lohnt, weiß ich noch nicht genau. Denn das Ganze ist ein bisschen Fummelei. Ja, ist so mit solchen Sachen. Ist eine kleine Fummelei. Aber es funktioniert. Und ich weiß jetzt, wie es geht. Von daher ist es nicht ganz so schwierig. Ja, meine Güte. Das war auch wieder spannend. Für mich vor allem das Thema mit dem Wasser. Das Waterbonsai, ganz klarer Fall. Der steht immer noch im Wasser. Und ja, bei geraumer Zeit zeige ich euch den nochmal. Im Moment hat sich aber nichts getan. Und ich möchte den auch nicht so oft aufmachen, da sonst die Luftwurzeln kaputt gehen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und viel Spaß mit euren Pflanzen, was ihr sonst noch so macht. Und vielleicht können wir uns auch gegenseitig weiterhin Anregungen geben. Das finde ich richtig cool. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal. So, und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao. Have fun with plants. Ta-dum-dum-dum, du-du-du-du-dum-dum-dum.